Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, wir sind jetzt beim Gate Maze, nachdem ich das Pit Maze fürs erste aufgegeben habe. Ich blick einfach ehrlich nicht, wo ich lang müsste. Fallen? Sonnenschlüssel. Ach so, fallen. Knopf links. Achso, das war Engine Room. Da bin ich ja falsch. Wenn, dann blicke ich hier unten nicht, wo ich noch hin müsste. Gerade. Weil der Knopf ist, der bringt mir einfach auch nichts. Deswegen kümmere ich mich erst einmal hier um dieses Geschichte hier, weil hierfür habe ich ja sogar eine Lösung. Das hier ist mit dem Goldkiel. Ja, das hier war das mit den Codes. Sechs Hebel und sieben Sequenzen. Ja, zu einem Schlüssel und einer Grube. Das ist Nordwesten ist 1 und 6. Also Nordwesten. Hier ist Schalter 1 und dann geht es rum bis Schalter 6. Das ist die Sequenz. Access to Sarumans Library. Ja, Maze of Death, da sind wir gerade. Ogre Fire Dance bräuchten wir eigentlich auch nicht mehr. Das eigentlich auch nicht mehr, oder? Was ist das? Achso, das war die Nachricht von dem anderen. Oh, der beschreibt ein Bonecraft-Rezept. Ja, gut. 3, 6, 5, 6. Also ich markiere mal die Schalter erstmal. Das wäre 1. Licht geht aus. Das ist 2. Da ist 3. Da ist 4. Sechs. Okay. Wer von euch beiden kann Smite Undead? Das müsstest du eigentlich können. Darkburst, Bloodcurse. Smite Undead, genau. Achtmal Spellcraft. Also mindestens 160 Schaden. Also das wäre der Zauber hier. Gut. Dann würde ich sagen, noch mal kurz ein Quick Save, sicher ist sicher. Und dann fangen wir mit der ersten an. 3, 6, 5, 6. 3 war hier. 3. 6 ist hier drüben. 5 ist hier unten. Hä?
3, 6, 5, 6. Habe ich sie gerade verkehrt rum aufgeschrieben? Oh, habe ich verkehrt rum aufgeschrieben. Also bist du 1, du bist 2, du bist 3, 4 kann so bleiben, 5 und 6. Also das war 3, 6, 5, 6, also 3. Das ist 6. Private Study in the Library of the Great Battle Mage Saruman. A Tower of Light, made a Shadow Light, Balance and Endure. Mhm. Wieder ein Bonecraft-Rezept. Kräuter. Große Betrachter, also Watchers. Meine Forschungen haben vielversprechende Ergebnisse hervorgebracht. Ich denke, wenn wir die Menge an Blood-Drop Herb erhöhen und etwas Milkweed hinzufügen, das wir in den Dungeons unter uns finden, können wir unsere Potions verbessern. Ich teste das in den nächsten Tagen. Okay. Milkweed und Blood-Drop. Nein. Nö. Aber eigentlich kennen wir ja das schon mit dem Milkweed, dass das als Verstärker dient. Aber gut, packen wir das mal hier rein. Gehen wir das Ding an dich weiter. Und was ist das? Saruman, wir haben den Stein, den du verlangt hast, abgeliefert. Er verbindet die Energien von dem von der Decke zur Barrieretür. Also das Verbinden der Energien zwischen der Decke und der Barrieretür sollte einfach sein. Gehe jedoch sicher, dass dieser Stein in Sicherheit ist. Weiterhin möchte ich dich daran erinnern, dass es an die Kiste erinnern mit den Gegenständen, die transportiert werden sollen. Diese waren während der letzten Woche Diese wurden bereits letzte Woche verlangt und müssen morgen bei der Mine sein. Die Kiste wurde in einer der in einer der Lagerhallen außerhalb der Bibliothek gelassen. Der Engine Storage Chief. Okay. Wir haben Gems. Ein paar.
Nein. Ich habe einen Rubin. Der tut allerdings nichts. Der Amethyst tut allerdings leider auch nichts. Ja gut, machen wir die Sequenz weiter. Jetzt brauche ich Nummer 5. Obwohl, hat sich hier was geändert. Setzen wir alles nochmal zurück und machen von vorne. Weil hier war ich jetzt drin. Also ich muss mit 3 anfangen. Dann brauche ich Nummer 6. Von Nummer 6 aus. Komm ich da vorbei hin? Okay. Nochmal von vorne. 3. Und nun 6. Bringt gar nichts. Ja, toll, das hat jetzt das hier aufgemacht, aber ansonsten. Ah. Das macht aber auch nichts, sonst nicht viel. Okay, versuchen wir mal eine andere Sequenz. 1, 3, 4, 1. Also 1 ist hier. An 3 kommen wir jetzt nicht mehr ran. Ich gehe mal einen kurzen Meter weg, weil mir das immer zu laut ist. Ich glaube, ich muss an den Gem rankommen. Da ist der Schlüssel, da ist eine Schriftrolle. Da ist wohl die Kiste mit den Transportationssachen. Oh. Scroll of Whispering Rocks. Das ist ein... Was ist das? Ein Serving Earth Spell, den wir noch nicht können, weil wir dafür noch viel, viel mehr Erdpunkte bräuchten. 7, um genau zu sein. Okay, das hat auch wieder alles geändert.
Die Jungs sind noch nicht frei bis jetzt. Das hat auch nichts gebracht. Doch, das hat die freigelassen. Okay, wir haben noch ein Secret gefunden.